Noch ein bisschen. Die Aufgabe heißt, dass die Trapezfläche A ist gleich G plus D, das alles durch 2 und dann mal H und wir wollen G alleine stehen haben. Mal sehen, wie es weitergeht. Also ich habe zuerst, ach, ich habe zuerst mal 2 durch H genommen. Dann steht A mal 2 durch H. So, na, ist gleich G plus D. Und dann minus D ist A mal 2 durch H. Minus D ist gleich G. Wunderbar. Ausgezeichnet, wunderbar. Siebtes Beispiel, lass mir jetzt was einfallen. Also ich habe es zuerst zusammengefasst. Dann habe ich gesehen, dass Hand auflegen. Bei der einen Seite mehr X ist, also minus die weniger X. Ist 2x plus 5. Minus und 3. Gut. Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Es ist. Also ich werde jetzt die Pro machen. Ist Naja, das kommt davon, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Ich habe dafür Verständnis. Man setzt in die originale Gleichung ein, liebe Leute. Und zwar hier. Und die ganze Gleichung, die hat ein bisschen mehr als das. Also, ich sage, ich habe rausgekriegt minus 5 plus minus 5. Statt der x schreibe ich das. Und jetzt muss ich hier hinten noch die olle minus 5 mit abschreiben. Ist gleich 4 mal minus 5 in Klammern. Und plus 5. Jetzt habe ich die Gleichung hingeschrieben, aber ich habe die x ersetzt. Und jetzt gucken wir, was daraus wird. Und zwar, minus 5 plus minus 5 sind minus 10. Das sind diese minus 10 minus weitere minus 5. Ich habe 4 mal minus 5 ist minus 20 plus 5. Und jetzt sieht man das. Das sind minus 15 auf der linken Seite und das sind auch minus 15 auf der rechten Seite. Ich habe also hier richtig gerechnet. Das war's. Schöne Pause, schönen Feierabend, wer es schon hat. Macht's gut. Tschüss.